Hi Leute, bevor das Video losgeht, und es wird es gleich, wollte ich euch noch sagen, dass es demnächst auf diesem Kanal ein Game Roll in Fast Flash geben wird. Wir werden 30.000 Gems verrollen, also über 30.000 Gems, und wir werden noch so um die 30 legendäre Heldenkarten öffnen. Wird auf jeden Fall sehr geil, würde mich freuen, wenn ihr da reinschauen würdet. Okay, das Video kommt nach dem Intro. Hi Leute, heute zeige ich euch mal das krankste Touchdown-Deck. Also es gibt wirklich kein besseres, und zwar das hier. Also ohne Scheiß, das Deck ist wirklich so unfassbar stark. Ich erkläre euch mal kurz, wie es funktioniert. Ice Guys und Skelette sind einfach, und Ice Bull noch, und halt noch die Kanone. Und auch ein bisschen die Prinzessin, aber nicht so viel. Die sind einfach da, um halt, naja, wie soll ich sagen, die sollen halt die gegnerischen Gruppen aufhalten. Also ich meine jetzt nicht besiegen, aber halt aufhalten, damit ihr mehr Zeit habt. So. Diese Zeit nutzt ihr dann, um mit entweder Schweinereiter oder Prinz offensiv reinzugehen. Das hat den sehr entscheidenden Vorteil, dass ihr halt einfach, naja, sagen wir mal so, ihr müsst eure Gegner einfach punishen. Indem ihr halt mit der ganz günstigen Karten hier einfach nur Zeit schindet, habt ihr dann kurzzeitig ein Elixier Vorteil. Okay, eine kurze Anmerkung zu Touchdown im Allgemeinen. Es geht eigentlich, wenn man mit diesem Deck spielt, darum, also man kann hier in diesem Modus nicht groß defenden. Das könnt ihr nicht, das kann der Gegner nicht. Es geht also einfach darum, dass einer von euch Touchdown landen wird. Und zwar relativ schnell. Ihr müsst also einfach, also müsst ihr im Prinzip nicht verhindern, dass der andere es macht, sondern ihr müsst einfach das Touchdown schneller bekommen. So bekommt der es nämlich nicht. Okay, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Ihr müsst also einfach versuchen, ganz schnell mit einem Schweinereiter oder einem Prinz einen Touchdown zu bekommen. Das ist alles. So gewinnt man. Upsi. Und wir sehen, ich habe eine reaktive Startwart, mit der ich auch gut cyclen kann. Ich werde das am besten aus der Gegend setzen. Okay, Magier, da ging die Prozess im Start. So, wo ich kann sein. So, der committet doch ziemlich viel. Ich werde nicht einen neuen Elektier dort ausgeben, weil ich 3. Ich habe Elektier von 6. Das heißt, ich kann jetzt einfach mit einem Rock Rider auf der anderen Seite reingehen. Wenn der das verteidigt, habe ich genug Elixier, um Ice Guys und einen Prinz zu bringen und das Link komplett zu vernichten. Und dann kann ich dann nochmal mit dem Ice Guys, das, womit der den Rock Rider aufgehalten hat, ich meine, der Golem, sorry, das, womit der den Rock Rider aufgehalten hat, nochmal aufhalten, damit der Prinz halt durchchargt. Wenn man jetzt nicht irgendwie Guards, Skelettarmee, was auch immer spielt, kann man nicht wirklich sehr ernsthaft dagegen gewinnen. Kurz gesagt, das Spiel ist jetzt eigentlich schon für mich geworden. Also zumindest diese eine Partie mit dem Touchdown. Seht ihr, was ich meine mit das Deck ist OP? Ich glaube, ich habe ungefähr, ja, so um die 8 Spiele mit dem Deck, ich meine 9 Spiele ungefähr gemacht. Ich habe eins verloren, aber das war nur das erste, weil ich da mit dem Deck scheiße gespielt habe. Ja, also ansonsten habe ich eigentlich fast immer 3-0 gehabt. Also kein einziges Mal hatte ich nur 2. Jedes Mal 3. Bei ein paar hat der Gegner, glaube ich, so 1 bis 2 Teile bekommen, aber ich glaube sogar, ich habe öfter 3-0 bekommen als alle anderen Sachen zusammen. Glaube ich. Auf jeden Fall habe ich richtig auf 3-0 gehabt und ja. Ich habe einmal verloren, ich habe immer 3. Außer bei dem einmal verloren haben, natürlich. Ansonsten hatte ich überall 3 Proben. Also 3 hat schon, nur einfach nur krank. Ich habe euch ja schon mal erklärt, dass der Gegner jetzt schon nicht mal gewinnen kann. Egal was er auf der Hand hat. Er kann nicht gewinnen, ich hätte noch einen Dab dann. Okay, so hätte er Guards, hätte er noch eine Chance gehabt. Aber der Gegner hat da nicht mal was. Der Hauptwerder kommt durch, gewinnt das. Der Punkt ist, egal wie stark an sich von den Karten das Matchup für einen ist, das bringt nichts. Ich umgehe das Ganze halt einfach und besiege einen mit einem Punishment. Also wirklich, man kann hier gegen mein Deck nicht ausrechnen. Also außer man hat natürlich was extra für dieses Deck gemacht. Also ich kann nicht wirklich nur ins Herz legen. Benutzt diese Karten, also dieses Deck. Und macht es so, wie ich gesagt habe, dann gewinnt ihr alles. Ich übertreibe ein bisschen, aber ihr gewinnt fast immer. Wenn es eine Touchdown-Challenge damit gibt, verspreche ich euch, ihr werdet damit mindestens, wenn ihr es gut spielt, also nur wenn, also wenn ihr es fehlerlos spielt, werdet ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
mindestens 9 Siege, wahrscheinlich eher 12 bekommen. Aber 9 habe ich jetzt mal gesagt, weil es einfach komplett wahrscheinlich ist. So, ich hätte dann den Baby-Drachen noch aufgehalten, mit dem Eisgolem. Und ganz ehrlich, wenn Prinz charge und man hat noch einen Sepp auf der Hand, was soll der Gegner bitte machen außer Guards? Also, ja, Guards und Kobold-Gang. Oder Prinzen und Kobold. Und das ist so das Einzige, was man gegen mein Deck wirklich ausrichten kann. Die Prinzessin ist ja noch mit dem, okay, also minimal auch noch, aber ja, insgesamt, wenn man halt was Gutes gegen mich hat, komme ich einfach auf der anderen Seite gegen Prinz halt, komme ich auf der anderen Seite mit einem Schweinereiter. Also man muss schon, keine Ahnung, sagen wir mal, Tesla plus irgendwas und noch Guards oder, also sagen wir so, ist es eigentlich fast unmöglich, mein Deck zu besiegen. Außer man hat halt ein Deck, das nur gegen mein Deck gut ist. Und selbst dann wird es schwierig werden. So. Also, ich habe einen Schweinereiter, damit geht er einfach direkt rein. So, der Gegner committet hier extrem viel. Der hat 9 Elixier ausgegeben, ich habe 5 ausgegeben. Also kann ich jetzt theoretisch direkt mit dem Giant reingehen. Ich meine, mit dem Prinz, sorry. Ich hätte dann direkt mit dem Prinz reingehen. Ohne großes Risiko, der kann nichts dagegen haben. Jetzt zappt er auch noch den Hauptrider. Keine Chance. Ich übertreibe nicht, der hat keine Chance. Nicht meine Planung. Ja. Und der kommt durch. Man kann das nicht verlieren. Also, wenn ihr dieses Deck benutzt, und ihr benutzt es gut natürlich, dann gewinnt ihr alles. Fast alles. So Leute, das war's dann mit dem Video. Danke fürs Zusehen. Wir würden uns sehr über insbesondere auf dieses Feedback freuen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal ein Like hoffen und euch noch mehr Videos von uns ansehen. Und uns abonnieren, wenn sie euch gefallen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß, haut rein, schaut mit auf.